Du, ich folge dir einfach mal. Es wird auch langsam Zeit, dass ich wieder Action habe bei der Aufnahme. Oh, eine Bist du Kiste! überhaupt? Ich muss dich erstmal wiederfinden. Ich gehe mal unten längs. Wann habe ich dich denn überholt wieder? Du bist Ach da nee, du bist hinten. schon da. Ich wollte schon sagen. Und woanders hat er jetzt. Genau. Stirb, stirb, stirb. Oh, jetzt hat er die Waffe einfach ausgerüstet. Warum? Bist du dumm? Blöder Affe, ey. Was ist denn einfach diese Schrottwaffe aus? Ich glaube es kaum. In dein Gesicht! Headshots sind so geil. Ich glaube, ich klicke doch nur noch einzeln an, damit er nicht einfach alles sofort ausrüstet, der Blödmann. Ja, das ist auch gut. Ich glaube, der ist direkt ausgerüstet, weil ich das so angeklickt habe. Ach, da ist ein Geschützturm! Ja, der hat mir vorhin auch den gemacht. Flieger! Ich würde gerne zu dir kommen, wenn ich nicht stehe. Gefallen werde. Okay. Ich habe wenigstens schon mal einen Zünder platziert. Sehr schön. So. Oh, ist der geschützt. Oh, ah, siehst du, der trifft mich, ich bin fast tot, ey. Okay, aber kurz auch so scheißen, du Böner. Hörst bei dir richtig eindreschen, ey. Ja, ich habe mein Geschützturm dahingestellt, soll er ihn ein bisschen ablenken, weil ich lauf jetzt von hinten hoch und töte den. Ah, der ist schon tot. Geil. Gern geschehen. Gehört der Geschützturm mir. Ja, geil. Da läuft dann auf dich zu, hinter dir. Wo? Wo? Wie? Was? Und wenn du da um die Ecke läufst, kannst du wieder ein Zündding anbringen. Okay. Ich töte die derzeit alle mit dem Geschützturm, die auf dich zu rennen. Okay, dran. Wo ist denn der letzte? Der ist hier bei dir, du bist da gerade dran vorbeigelaufen. Ach da! Hab ich gar nicht gesehen. Ich bin Fisch, ich. So, und wie zünden wir das Ding jetzt? Wir müssen, genau, wir müssen noch in die. Ach so, keine Ahnung, ich mach mal eben hier das Übliche. Ja, das. Oh, was habe ich da eingesammelt? Oder du? Keine Ahnung. Guck mal. Wahrscheinlich irgendein Rotz wieder. Das war, du, ich glaube, das war wieder dieses, so eine teure Statue, die man für viel Geld verkaufen kann. Ach so, ja. Nice. Wo ist die Pipe? Ah, da vorne um die Ecke. Ich laufe natürlich falsch. Wie immer. Scheiß Orientierung. Ja, Levelaufstieg. Geil. Ah, hier. Ding-Experte. Tolle Trophäe. Da explodiert sie. Natürlich explodiert sie wieder. Alter, wie alles rumfliegt. Nice. Hier liegt ein Medikit. Was? Ja. Ja, dann können wir die drei Sachen jetzt wieder im Hauptgebiet auf. Ja, und jetzt bin ich endlich auf diesem Teil, wo ich schon immer hin wollte. Okay. Der Sniper war da drin. Ich bin hinter dir. Alles klar, folge mir. Vielleicht finden wir noch ein paar tolle Sachen. Ja, oder vielleicht auch einfach im Kreis. Warum nicht? Ja, warum nicht?
armes Schild hat es tanken müssen für mich. Scheiße. Haben wir hier echt schon. Okay. Dass wir nur hier vorne das machen müssen, ist schon irgendwie nice. Und ich dachte, wir müssen jetzt die ganze Map hier wieder ablatschen. Cool. Ah, das wäre ja ätzend. Deswegen, da habe ich mir schon leicht Sorgen gemacht. Jetzt kann ich mich erstmal wieder skillen. Und ich kann hier erstmal wieder verkaufen. So, Faustig, ein Feind töten steigert, ja, ja. Obwohl, ich glaube, das könnte ich auch mal machen. Erheblich kurz den. Ja, mach ich einfach mal. Was ist das? Blutsport. Ein Feind im Berserker-Modus töten gewährt eine Gesundheitsregeneration. Ah. Interessant. Ich muss erstmal ein paar Sachen verkaufen. Ich liebe dieses Game. Das ist auch geil. Weg. Launcher. Mit der Pistole willst du mich verarschen, ey? Eine Sniper. Ja, ganz niedlich. Aber. Ne. Feuerrate, Waffen, so Feuerrate. Ich glaube, ich verkaufe mal ein paar Rocket Launcher. Mach das. Okay. Das Gute ist, das wird ja alles nach Wert und Leistung hier aufgelistet. Dann kann ich die untersten einfach alle verhökern. Ich glaube, ich behalte nur noch den Helix. Dann kann ich zwischen Normal und dem mit dem Donnerkram wechseln. Warte, okay. Auch das ist eine gute Idee. Mach einfach mal so. Schon wieder Granaten. Verpiss dich. So. Ich wäre soweit. Ich auch. Dann zurück. Zurück, Junge, zurück. Zurück. Können wir schön die Mission abgeben, das Geld und die Erfahrungspunkte einsacken. Yes. Nach einem wunderschönen Ladebildschirm. Ja, ey. Ein wunderschönen lang, Mann. Ich habe auch einen wunderschönen lang. Das war klar. Mal ein Schlückchen trinken. Jetzt werden wieder die Texturen nachgeladen und da sind sie auch schon. Oha, kann man sich hier vorne ein Auto besorgen? Ja, zum Glück. Oder? Jo, Halleluja. Wusstest du, dass Chef Sanders in den Arid Badlands einen weiteren Job für dich hat? Steige ein. Okay, ich steige ein. Auf geht's. Auf geht's, ab geht's, 3 Tage wach. Kuckuck reinfährst, bevor ich mich hier festfrage. Toll. Aber kurz aussteigen. Das ja, warte, lass mich erst aussteigen. Das haben wir gleich. Nee, warte. Ich dachte eigentlich, ich kann über die Felsen fahren, weil ich die Rampe nicht mehr gekriegt hätte. Ja, warte. Hallo, jetzt. Warum geht das letztlich? Huch. Wo bist du? Ah! Super. Ich bin in dem Auto drin und versuche das da rauszukriegen. Mann, hier hängt einfach alles. Ah. Wie bist du hier reingefahren? Ich weiß es nicht. Komm mal da weg. Ich jag das Ding einfach in die Luft. Ja, wir holen es. Ist es kaputt? Es brennt jedenfalls. Gut, dann holen wir uns Neues. Jetzt ist es kaputt. Da fliegen die Reifen noch ganz billig weg, ey. Ja. Verdammt. Das kommt, weil es so ein beschissenes Handling hat. Ganz einfach. Ja, hat es auch, ey. Bisschen geht. Willst du einmal. Da willst du stylisch schön darüber hüppeln und dann. Auf ein neues. Yeah. Nochmal von vorne. Fahr da nicht zu nah ran. Ich fahr auch nicht da, aber die Rampe ist ja scheiße. Merke ich gerade. Das ist die Rampe, wo ich schon einmal nicht rübergekommen bin.
Professor hin. Hauptsache darüber springen. Alter Professor hin. Guck mal auf die Karte, Mann. Oh Mann. Du fährst genau, vollkommen. Oh. Okay, hab ich gar nicht gemerkt. Okay, wir müssen da. Ja. Oh, ich hab da, glaube ich, was totgefahren. Warst du ein kleines Kind? Ja, da vorne ist die Straße jetzt. Nur auf der Straße folgen und alles ist gut. Okay. Okay. So, jetzt warte, ich geb dir Boost. Oh, yeah. 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 Mein Name ist Heavy. Alter. Diese befickte Steuerung, ne? Lass mich hier raus. Ich laufe, laufe, laufe. Na, kleiner Mongo? Yeah, yeah, yeah. Okay, mal kurz gucken, was wir gekriegt haben. Aha, Granaten 40 Schaden, nice. Ausrüsten, um Kontaktgranaten zu werfen. Kontaktgranaten explodieren nach Feindberührung. Nein, nach Feindberührung? Da wäre ich ja im Leben nicht draufgekommen. Ey, wir haben jetzt echt jede Mission gemacht, die es hier im ersten Gebiet gibt. Alter, ich hab einen Rocket Launcher gekriegt. Oh, der SPC 520 Steel Rocket Launcher. Schaden 218, Zielgenauigkeit 88,8, Feuerrate 1,0. Kann zwar schießen, 14% Schaden, 32% Feuerrate, 1,9 Waffenzoom. Ich hab eine Shotgun bekommen, die hat Schaden 33x7. Ich kann nicht rechnen. Hier, der ist für dich. Er liegt vor deinen Füßen. Okay. Ist auf jeden Fall nicht so gut wie die ich habe. Die ist ein bisschen stärker, aber das war's auch schon. Das ist ja so eine Entscheidungssache. Ah, nehme ich sie oder nehme ich sie nicht? Ja. Und wenn, nehme ich sie hart oder sanft? Das Gute ist, jetzt können wir, was wir ja vorhatten beim letzten Mal, eigentlich das nächste große Gebiet reisen. Oh yeah. Ich glaube, die behalte ich beide. Jetzt wollte ich auch mal eben gucken. Der geht mir mit seinem Gelaber tierisch auf den Piss, ey. Okay, ich habe schon Level 40, mein Schaden 40 Granaten. Das sind die ich teleportiere mich dahin Granaten. Und die anderen sind mit Feindberührung und Schaden 40. Boah, das ist. Wie stark sind deine Granaten vom Schaden? Die sind 40, glaube ich. Okay. Ach, ich kann nicht gucken, weil ich im Auto sitze, warte. So. Lalalalalala. Wo sind sie denn? Ja, 40, aber das sind diese Teleportationsdinger dafür. Okay. Möchtest du die behalten oder möchtest du die Kontakt mit 40 Schaden? Nee, nee, ich behalte die hier. Okay. Komm her! 1, 1, 4, 0. Genug von dieser Scheiß-Gegend. Ah, soll ich die. Ich muss mich noch entscheiden. Warte. Ich guck mal kurz, ich muss mal einen vergleichen. Okay, die neue. Warte mal. Die hat 559. Warte. Bessere Zielgenauigkeit. 60, Rückstoßverringerung, Schaden, Feuerrad, Waffen, so eine Nachladegeschwindigkeit. Boah. Das ist echt schwer, weißt du das? Ja, 7 x 33, 55 x 9. Ich habe mich entschieden. Ich verkaufe die eine, die noch nicht ausgerüstet ist. Tschüss! Eben noch Muni. Okay, ich brauche nur Granaten, dann habe ich alles. Ich da nochmal schnell rein. Aber nicht da. Ah. War du ungeduldiges Stück. Was? Ich doch nicht. Ist gut jetzt! So. Letzter Tausch. Wo müssen wir jetzt eigentlich genau hin?
die Straße entlang. Nur die Straße. Ach ja, genau, am Arsch der Welt. Stimmt ja. Am Arsch der Welt. Da juckt es mich. Ein bisschen. Yeah, Siegesgeschisse. Ich halte jetzt gedrückt, bis wir da sind. Nice. Yeah. Dass es die Kammer gibt? Jeder redet davon. Das ist das Größte, was hier seit langem passiert. Denk nur an die ganzen Touristen. Hör mal, falls du sie findest, ihr Inhalt könnte ein Vermögen wert sein. Aber nur, wenn du die richtigen Partner hast, um es zu verkaufen. Also, Partner? Ja, ja, wie du meinst, du komischer Vogel. Ja, du bist da drüben, du interessierst mich aber nicht. Kleiner Mongo! Ich bin schon aufgeregt, das neue Gebiet, ha? Ich auch. Wo ist Claptrap? Sprich mit ihm. DNS-Profil wird heruntergeladen und analysiert. Menschliche okay. DNS bestätigt. Zugang zum Dollhead-Land wird gewährt. Warte bitte, bis ich das Gate für dich aktiviert habe. Okay. Da tu es. Du kannst jetzt in das Dornhead-Land einreisen. Viel Vergnügen und einen erholsamen Aufenthalt. Danke, du Arsch. Auf Basis deiner aktuellen Stressfaktoren habe ich errechnet, dass du mit 94,3%iger Wahrscheinlichkeit nicht überleben wirst. 94,3? Der hat doch keine Ahnung, ey. Ist so. Der hat wohl noch nicht gesehen, wie gut wir sind. Ja, aber ehrlich. Man möge das die beiden. Beim Autofahren, ey. Ja, beim Autofahren und man möge die beiden Skaks von damals beachten. Ey, die haben wir geruhlt. Auf unsere eigene Art und Weise. Oh yeah. Naja. Sie haben uns größtenteils geruhlt, aber wir haben den Sieg davon getragen. Ne, Facecam? Ja, Facecam. Lad schneller! Da, da, da! Wir sind schon bei einer Stunde Aufnahme, nice. Sehr gut. Das heißt, wir sind jetzt gerade aktuell in Folge 3 von dieser Aufnahme. Oh. So, einmal kurz auf die Map gucken. Niedlich. Oh yeah. Haben wir schon irgendwas zum Looten? Wir können zurückgehen, wir können es auch lassen. So, da ist was um die Ecke sofort. Wo bist du? Ich bin hier, neben dir. Jo. Es ist interessant, wie er beim Laufen in aller Seelenruhe nachladen kann, ohne dabei zu wackeln. Ja, richtig. Mit dieser Laufanimation, das ist schon beeindruckend. Das kann nicht jeder. Yay. Ernest gefunden? Ich sehe ihn gar nicht, aber... Raketenwerfer, MG. Da ist er. Ich durchsuche mal seine Toilette. Ich habe einen Wagen generiert. Im Flamingo-Style. Was? Geil. Komm mit mir. Lass uns im Wagen fahren. Oh. Oh. Wir haben eine Mission, die wir erstmal nicht machen. Lass uns doch mal gucken. Und zwar Skexilla. Aber erstmal machen wir Glück gehabt. Skexilla? Oh ja. Wo? Warte mal, wo steht ihr denn? Bei Großwildjäger. Großwildjäger. Aber lass erstmal Glück gehabt machen. Okay. Na gut. Das Beste zum Schluss. Ah, oh, das Klo hat was drin, was ich nicht mitnehmen kann. Du hast das. Ich hänge wieder fest, du hast das Wichtigste vergessen. Die Post klauen. Und ich kann sie nicht klauen, verdammt nochmal. Komm ins Dorf Flamingo Mobil. Fahr mit mir ins Abenteuerland. Hier oben! Ach, da ist es! Wow!
Ja, dann töten wir 15 Banditen und retten Lucky. Lucky too? Ja, Lucky too. Dann machen wir das jetzt richtig stylisch, wie Doflamingo. Wir fliegen durch die Luft. Ist so. Toll. Lucky ist ein alter Kumpel von mir und damit meine ich, er ist ein Arschloch, der den Body meiner Mutter ruiniert hat. Er scheint in der Klemme zu stecken. Sieh zu, dass du ihn rettest. Er muss überleben, damit ich ihn später selbst kalt machen kann. Okay. Aber deine Mutter hat doch auch Gefühle. Oh, da kommen sie schon. Natürlich! Alter. Und ich steig natürlich aus, na klar. Oha, ich steig aus, das Auto explodiert gleich. Okay. Oh, ja, und das ist direkt neben mir. Scheiße. Hat er jetzt ja noch an, ihn zu retten, du Blödmann? Danke. Bitte. Mann! Ich erwisch die nicht. Da vorne können wir uns ein Auto generieren. Ja, warte, ich würde die gerne hochjagen. Das ist nervig. Ich hab mal aufgeschlossen. Geil. Oh, ich wurde tot gefahren. Ja, deswegen müssen wir uns Autos bei dem besorgen. Okay. Wo bist du jetzt? Ah, ich bin hier wieder. Ah, Mann. Gebühren 3800, willst du mich verarschen? Ja, je mehr Geld du hast, desto teurer ist das. Toll. Ich komme langsam zu dir. Meine Güte. 150 Erfahrungspopel, nice. Ich bin bald bei dir. Ich laufe mal auf das Gebäude zu. Oh, dramatische Musik. Wir müssen sowieso in das Gebäude und hier die Leute töten für die Mission. Okay. Das soll es werden, nicht einfach nur eine Stufe geradeaus laufen, kann ich mit der Facecam rumfaxen. Boah, Alter. Na toll, die ist da hängen geblieben, verdammt. So viel im Kopf. Neue Knarre gefällt mir voll. Sauf deine Energie. Ich merk's gerade, ich fress mal eben schnell was. Ja. Was? Warum? Meine Güte! Alter! Der steht so nah bei mir, ich kann den nicht. Bitte den schneller, nein. So, das heißt, danke, danke, danke. Alter, das ist wieder spannend. Siehst du, kaum ist ein neues Gebiet, dann ist man auch einmal wieder kacke, ey. Ah, der hat mich durch die Kisten abgeknallt, der Wichser. Da ist einer unter der Treppe. Das ist gleich einer unterm Torf. Guck mal, wie er sich in der... Ah, schade, der hatte gerade so Ragdoll in der Treppe. Okay. Pass auf, dass du nicht wieder stirbst, Junge. Ah, das warst du, okay. Ah, da kommt wieder einer an der Wand. Oh, oh. Mann! Vier Stück noch, dann haben wir es. Ach, da ist so ein Fetti bei dir noch.
keine Granaten mehr, sehe ich gerade. Ich habe zum Glück noch drei. Friss meine Granaten. Der eine hat so eine Elektro-Waffe ätzend, ey. Hm, habe ich schon gemerkt.